die dem Corona-Regime, wie es die Regierung nennt, nicht folgen, die sich dem Druck zur Impfung durch 2G nicht unterwerfen, sie werden ausgegrenzt. Für diese Menschen stehe ich hier auf der Tribüne aus Solidarität, besonders mit den mutigen Eltern und Familien, die die Spaltung Deutschlands verhindern wollen und dafür auf die Straße gehen. Und eins muss festgestellt werden, die AfD steht als einzige Partei gegen die Spaltung Deutschlands für Einheit.